Hallo zusammen und willkommen zurück an meinem Schreibtisch. Ja, heute wieder zu einer neuen Wochendeko. Ich habe gerade mir hier schon mal die Linien, das Layout vorbereitet. Ja, ich möchte heute die Kalenderwoche 21 dekorieren und ja, habe mir schon wieder wie üblich so ein bisschen was rausgesucht. Und zwar möchte ich heute gerne dieses Tape mit den Disteln benutzen. Dieses hier. Habe mir da schon ein paar Sachen vorher ausgeschnitten. bin aber auch noch nicht so ganz so sicher, wie es genau aussehen wird. Und ja, hier ist ja so ein bisschen was durchgedruckt von letzter Woche. Hier von dieser Rummatsch-Aktion. und das müssen wir irgendwie noch ein bisschen abdecken. Dafür hatte ich mir hier schon mal dieses braune Papier rausgelegt, was ich dann so ein bisschen verwenden wollte. Und damit würde ich jetzt einfach auch mal loslegen. Das hier so ein bisschen klein zu reißen. Tatsächlich hat die andere Seite irgendwie weniger abgekriegt, aber naja. Das ist jetzt so. Ich dachte halt, es kann mal wieder so ein bisschen grün und braun irgendwie werden. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich... Ja, vielleicht habe ich Lust, das hier auch so ein bisschen zu knittern. Das ist irgendwie so... Ja, ich weiß auch nicht. Transparentpapier auch nicht. Wie heißt das denn? Seidenpapier vielleicht? Das hätte ich jetzt vielleicht knittern müssen, bevor ich es mit Kleber eingestrichen habe. Kann man das hier nicht noch nachträglich so ein bisschen... So. Okay, das könnte man jetzt sicherlich noch perfektionieren, aber wir müssen es ja auch nicht übertreiben. Ach, dieser Kleber riecht so unglaublich nach Marzipan. Dabei mag ich nicht mal Marzipan, aber ich mag den Geruch. Es ist wie mit Kaffee, ich trinke ja auch keinen Kaffee. Aber Kaffeeduft ist schon nicht so schlecht. Bevor das jetzt hier wieder im Chaos endet, so wie letzte Woche, habe ich mir eigentlich überlegt, dass ich zuerst die Zahlen diesmal draufstempeln will. Weil sonst am Ende kommt da wieder irgendein Blödsinn bei raus. Ich suche gerade. Hier. Hier ist meine schwarze Stempelfarbe, aber ich glaube, ich möchte heute mal die andere nehmen. Die hier. Okay. Kalender. Wo haben wir denn hier aufgehört? Kann ich das sehen? 22. Gut. Dann macht es vielleicht Sinn, mit dem 23. weiterzumachen. So, das sind die neuen Stempel. Die müssen heute unbedingt mal zum Einsatz kommen. Ich finde die nämlich ziemlich cool. So. 2. Druck das jetzt eigentlich durch? Große Preisfrage. Haha. Ein bisschen, naja. So, 23. 24. Ich hätte die Bleistiftstriche nochmal wegradieren können. Naja, gut. So, 23, 3. Ich habe vorhin hier diese Sticker, musste man hier ja noch oben drauf kleben. Habe mich natürlich prompt erstmal verklebt und auf die 6 die 7 geklebt. Glücklicherweise sind mir aber noch aufgefallen, bevor ich damit irgendwas falsch bestempelt habe. Ja. Ach, ich finde die echt cool, die Zahlen. So. 24. Fertig, den brauchen wir glaube ich nochmal. Ich wollte das jetzt hier quasi rückwärts machen, damit ich auch das mit dem Abstand gut genug hinkriege. So, 25. Ja, ich habe heute sturmfrei und deswegen ein bisschen Zeit, ein Video zu machen. Ja.
aber ich bin momentan, muss ich auch echt sagen, echt immer einigermaßen K.O., wenn ich von der Arbeit komme. Weil es einfach, ja, es ist halt wieder ungewohnt, jetzt wieder jeden Tag so im Büro zu sein und jeden Tag wieder zu fahren. Und ja, und ich muss auch sagen, ich merke das 9-Euro-Ticket. Also ich selber habe ja quasi auch eins, dadurch, dass ich ja mein bestehendes Abonnement habe, habe ich das ja automatisch. Weil ich jetzt gar nicht, also ich weiß halt auch noch gar nicht, wie das läuft. Ich habe eigentlich gedacht, man kriegt vielleicht irgendwie einen Brief von seiner Bahngesellschaft, weil die, aber anscheinend, so steht es auf deren Internetseite, wissen die selber noch gar nicht, ob man jetzt seinen gewohnten Monatsbeitrag zahlt und dann irgendwie was zurückbekommt oder ob einem jetzt nur 9 Euro abgebucht werden. Keiner weiß es. Ja, ich werde es ja sehen im Laufe des Monats. Ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass die Züge heute so voll waren. Also heute Nachmittag zumindest, heute Morgen war es so normal. Also ich steige halt immer schon ja relativ früh ein. Oh, die 1 haben wir jetzt gar nicht gebraucht. Und die 0 auch nicht. Okay. Das bedeutet der Zug. Oh nein, ich habe hier durchgewischt. Ach, Mann. Naja. Also es bedeutet, der Zug ist halt eigentlich immer noch sehr leer, wenn ich einsteige. Und das war heute Morgen auch so. Aber auf der Rückfahrt halt nicht. Und es tut mir ja leid, aber man erkennt immer die Nicht-Pendler, die erkennt man irgendwie immer sofort. Weiß nicht, die stehen dann schon 10 Minuten, bevor sie aussteigen müssen, stehen die dann schon an der Tür, weil sie Angst haben, dass sie nicht aussteigen können. Und sowas werden immer total hektisch, wenn der Schaffner kommt. Und ja, ist auch ein bisschen witzig. Oh, das ist jetzt etwas schief geworden, naja. Ja, und heute kam dann dazu, dass irgendwie eine andere Strecke gesperrt war. Quasi die Bahnstrecke südlich von hier. Ja, und alles, was dann in die nächstgelegene Stadt wollte, in die andere Stadt, ja, musste die Strecke fahren, die ich auch gefahren bin und dann entsprechend mit einem Umweg und Umsteigen und sowas. Und ja, dementsprechend war es noch voller und ich war echt genervt. Aber ja, ich bin zu Hause und alles ist gut und ja. Jetzt muss ich hier mal schon die Stempel kurz einweichen. Ja. Aber ich finde es cool. Auch wenn es ein bisschen schief geworden ist. Aber das macht nichts. Ich muss sagen, mit diesem Stays-on-Reiniger gehen die doch echt einigermaßen wieder sauber. Ich habe da, glaube ich, immer am falschen Ende gespart. Ich war ja immer zu geizig, mir diesen Reiniger zu kaufen. Aber ja. Genau. Ansonsten, ja, kann ich ja mal berichten, was uns so los war. Letzte Woche war ich wieder beim Rudern. Das war richtig schön. Ja. Wenn auch unspektakulär, aber schön. Es muss ja auch nicht immer irgendwie was Besonderes los sein. Oh, sorry, ich war voll aus dem Bild. Genau, und beim Inliner-Training war ich auch. Also alles wie immer. Jo. Und letzte Woche nach dem Rudern, weil ich ja in der Heimat war und es war der Tag vor Himmelfahrt. Also hier der am 26. war Himmelfahrt. Ich brauche mal gerade ein Tuch. Habe ich hier kurz mehr? Doch. Okay, es knistert mal. Genau, habe ich mich abends noch 2 Freundinnen getroffen, die ja aufgrund des Feiertags auch gerade zufällig in der Heimat waren. Und das war sehr schön. Dann waren wir abends zusammen essen und was trinken und sind dann noch ja weitergezogen in die Wohnung der einen Freundin. Und haben den Abend da so ein bisschen ausklingen lassen. Und das war doch sehr schön. Hat mir
Hat mir gut gefallen. Und gerade weil ich feststellen musste, dass ich die eine der beiden tatsächlich seit 3 Jahren nicht mehr gesehen hatte. Also ja, man hat mal irgendwie zwischendurch geschrieben und wusste auch so ein bisschen, was der andere macht. Und ja, aber irgendwie haben wir uns halt nie treffen können, weil es irgendwie nie gepasst hat. Weil sie auch zwischendurch im Ausland war und solche Geschichten. Ja, das verstreut sich dann ja doch ganz, ganz ordentlich. So, es tut mir jetzt leid, dass ihr mir hier kurz beim Stempel sauber machen zugucken müsst. Aber ja, die waren so schön neu. Die sollen auch bitte ein bisschen so bleiben. Ich finde, sie sind doch jetzt hier echt wieder ganz gut sauber geworden. Also, ja, schon klar, dass das die nächsten Male jetzt nicht unbedingt so bleiben wird, aber. Okay. Jetzt habe ich fertig, jetzt kann es weitergehen. Und in der Zeit ist die Stempelfarbe ja vielleicht auch schon mal getrocknet. Das ist doch auch nicht so verkehrt. So, jetzt hatte ich mir überlegt, dass hier irgendwie ein Pionmädchen hin soll. Aber ich überlege auch noch, was wir mit dem restlichen Papier machen. Hier unten soll auch noch Papier hin. So. Vielleicht versuche ich nochmal mit dem Krinkel-Look. Ich bin da noch nicht sonderlich geübt drin, das gebe ich ja zu. So, wo ist mein Kleber? Hier. Genau, also Himmelfahrt war ich zu Hause. Und ja, an Himmelfahrt selbst haben wir dann an unserem Bootshausbootsschuppen, ein richtiges Haus ist es nämlich eigentlich nicht, haben wir dann gegrillt, weil ja. Unser Bootshaus ist ja am Mittellandkanal, logischerweise. Also zumindest an irgendeinem Gewässer sollte es ja sein, damit man noch rudern kann. Wow, das war jetzt auch ein wirklich toller Satz. So, jetzt können wir doch hier auch noch ein bisschen Papier hinmachen. Hier so. Ja, und ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber bei uns ist es so, dass an Himmelfahrt immer alle Jugendlichen oder zumindest gefühlt alle Jugendlichen sich heillos betrinken und mit einem Bollerwagen durch die Gegend ziehen. Und bei uns ist es eben so, dass ja so 2 Kilometer von unserem Bootsanleger Bootshaus entfernt ist ein ja, Ausflugslokal am Mittellandkanal, wo dann alle diese Jugendlichen hinziehen, um sich weiterhin zu betrinken. Ja. Ich bin da nicht so für, deswegen, also ich will das jetzt hier gar nicht verurteilen, wenn das jemand von euch macht und da Spaß dran hat, alles gut. Ich finde es einfach immer nicht so cool. Und der Hintergrund ist halt, also vor ein paar Jahren, es klebt hier alles, sind halt einige von diesen betrunkenen Jugendlichen bei uns ins Bootshaus eingebrochen und haben randaliert und ja, sehr viel kaputt gemacht und einen sehr großen Schaden angerichtet. Ja, und es war nicht cool, wirklich nicht cool. Und seitdem machen wir es halt so, dass wir uns einfach mit ein paar Leuten an dem Tag da zum Grillen treffen. Ja, und eine kleine Wache im Prinzip machen, damit da halt kein Blödsinn passiert. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Also ich meine, die meisten sind ja dann auch irgendwie lustig drauf, wenn sie vorbeikommen. Ja, und ja, weiß nicht. Warte, ich muss das hier mal eben kurz abschneiden. Oder war das sogar perforiert? Kann es nicht sehen. Das hier habe ich übrigens von der lieben Sahneklecks bekommen. Ist ganz cool. Ich glaube, der Mond passt hier jetzt noch nicht so zu. Hier sind halt so verschiedene Dingsies drin. Ja, richtig cool. Genau, also es waren auch lustige Leute dabei, die da so an uns vorbeigezogen sind. Mein persönliches Highlight war ein Junge, der eine gigantische Musikbox, also wirklich gigantisch, auf seinen Rücken geschnallt hatte, mit so 2 Koffergurten. Also es sah nicht sehr bequem aus. Und es war halt echt laut, aber es war witzig. Sah lustig aus. Ja, und also die Polizei hatte bei uns halt irgendwie schon ja, das Schlimmste befürchtet, kann man das so sagen. Also, dass halt so richtig viel los ist und dass die Leute voll durchdrehen und
Ja, es ging aber total. Also, sie waren später als sonst, das ist uns aufgefallen. Also, wir haben uns um, wann haben wir uns denn getroffen? So gegen 11. Und haben dann halt mittags irgendwie den Grill angemacht. Und so zwischen 12 und 13 Uhr ist irgendwie absolut niemand gekommen. Und da hatten wir eigentlich schon so gedacht, so, okay, war es das jetzt schon? Aber tatsächlich hatten sie sich dann irgendwie so ein bisschen, ja, kanalaufwärts versammelt und sind dann so grüppchenweise weitergezogen. Es waren dann schon so 300, 400 Leute, die da irgendwie noch vorbeikamen. Ja, aber ich glaube, insgesamt war es relativ ruhig. Und ich habe mich dann nachmittags irgendwann verabschiedet, weil ich noch meine Großeltern besuchen wollte, bevor ich dann wieder zurückgefahren bin. Was auch sehr großen Spaß gemacht hat, weil ja an dem Tag eine Baustelle auf meiner Zugstrecke nach Hause war. Und ich dann halt nochmal zusätzlich umsteigen musste. Und ja, dann hatte ich halt nur 5 Minuten Zeit und richtig ratet, was passiert ist. Ich habe meinen Anschluss nicht bekommen. War dann erst eine Stunde später zu Hause. Ja, Pendlerfreuden und so. Ich war. So, was machen wir als nächstes? Ich glaube, ich möchte jetzt mal so ein paar Disteln haben. Moment, wo habe ich sie? Ich bin jetzt mal kurz aus dem Bild. Oder ich mache das hier mal raus. Noch besser. Dann dachte ich nämlich, kann man hier so eine hinmachen. Nehmen wir doch vielleicht mal hier diese große. Schwupps. Dass das so ein bisschen gelayert ist, dachte ich. Oh nein, jetzt habe ich eine Falte reingemacht. Ist noch eine Falte drin? Nee, geht. Ist ja gar nicht so einfach, wenn man das auf diesen kringeligen Hintergrund klebt. So. Jetzt möchte ich dahinter eigentlich gerne ein Mädchen haben. Aber was ich auch schon überlegt habe, ob man hier nicht noch doch so ein bisschen Stempelfarbe irgendwie verteilt. Vielleicht ist die Idee gar nicht mehr so schlecht. Wo ist denn mein Braun? Ach hier. Hier ist mein Braun. Rumpel, Rumpel. Sorry, Leute. ich brauche es zum Unterlegen. Moment. So, weiter im Text. Weiß, man kann das auch eleganter machen mit diesen coolen Pinsel-Dingsi-Teilchen, aber ja, ich kaufe immer schon genug Zeug. Dann muss das jetzt nicht auch noch sein. Nur, dass das hier so ein bisschen hoch, so dick wollte ich das gar nicht. So. Das reicht ja eigentlich. Jetzt könnte ich natürlich hier unten auch noch so ein bisschen das hier so ein bisschen, ja. Oh je. Ich habe keine Ahnung, ob das hinterher gut aussieht. Das ist doch gut. Dann kann ich da unten gleich mal das Grün mit überdecken. Pumpe, Pumpe. Ich habe es übrigens immer noch nicht geschafft, meinen Schreibtisch aufzuräumen. Wen wundert's? Mich nicht. Okay. Ich glaube, ich lasse das jetzt erstmal so. Sonst sieht es hier zu gruselig aus. Okidoki.
So, jetzt möchte ich da ein Mädchen haben. Jetzt muss ich kurz mein Mädchen hinsuchen. Ich wollte nämlich gerne ein Pion-Mädchen benutzen. Oh ja, ich glaube, ich möchte das hier. Moment, ihr seht es sofort. Das hier. Passt hier doch wunderbar dahinter. So. Oder? Was sagt ihr? Das gefällt mir. Festkleben, bevor ich es mir anders überlege. Genau. Ja, so viel zu Himmelfahrt. Und ja, am Freitag hatten wir beide frei. Es war ganz schön. Und wir sind dann zu Freunden gefahren, die ja wohnen in Paderborn. Und das war auch ziemlich schön. Wir haben nämlich frisch Nachwuchs bekommen. Und ja, den konnten wir dann jetzt auch mal kennenlernen. Hatten da eine schöne Zeit zusammen. Haben viel Spiele gemacht und ja, haben dann auch da übernachtet. Am Samstag waren wir dann noch zusammen frühstücken in der Stadt. Das war auch richtig schön. Ja, und haben dann nachmittags noch einen Spaziergang gemacht und mussten dann noch eine Revanche von ja, unserem Spieleabend am Vorabend austragen, sozusagen. ja. Genau. So, ich überlege, ich möchte eigentlich gerne hier, glaube ich, was hinstempeln. Ich überlege nur gerade, was. Oder irgendein Washi-Tape, aber Washi-Tape klebt da unten schon. Ah, ich weiß, was ich da hinstempeln möchte. Einen Moment. Das passt nämlich perfekt. Genau. Ja, und so gesehen war der Samstag dann auch schnell rum. Und am Sonntag waren wir dann noch ja, bei der Familie, die sozusagen ein bisschen auf dem Rückweg lag. Und da gab es einen Geburtstag zu feiern. Und ja, da waren wir dann zum Geburtstagsfrühstück und haben dann mittags auch noch ein paar Spiele gemacht. Und ja, gegen Nachmittag haben wir uns dann sozusagen auf die Heimreise begeben. Und dann reichte es auch, weil dann waren wir halt irgendwie, ja, fast 3 Tage komplett unterwegs. Oh, ich habe Angst, dass das hier wieder nichts wird. Ah, doch, es ist super geworden. Perfekt. Genau. Und waren dann halt Sonntag, späten Nachmittag wieder zurück. Und ja, bis man dann so seine Sachen ausgepackt hat und sich wieder, ja, sortiert hat. Es geht dann ja auch immer ein bisschen Zeit ins Land, nicht wahr? So, wo sind denn jetzt hier? Hier sind meine Sticker. Jetzt muss natürlich hier noch irgendwas hin. Ich glaube, da nehme ich mal dieses hier. Ja. So. Das war so unsere Woche in der Kurzzusammenfassung. Es war sehr schön. Ja. Und danach musste ich wieder ins Büro. Yay. Bin nicht sicher, ob ich jetzt erstmal wieder beschriften sollte. Vielleicht passt auch noch irgendwie ein Mädchen irgendwo hin. Ich habe hier doch noch ein paar. Die sind alle so riesig. Die hier ist dann noch ganz gut. Passt doch hier unten super hin. Guckt mal, wieder für.
dafür gemacht. Okay, ihr Lieben, ich glaube, ich beschrifte tatsächlich einmal erst wieder und dann kann ich am Ende hier noch ein bisschen auffüllen. In diesem Sinne, bis gleich. So, ihr Lieben, jetzt kann es weitergehen. Oder zu Ende gehen, hätte ich fast gesagt. wir können zu Ende kleben, wollte ich natürlich sagen. Und dafür würde ich jetzt gerne hier noch ein paar von diesen Dingsies verkleben. Und ich glaube, ich fange mit dem hier an. Und zwar möchte ich das hier oben hin machen. Das gefällt mir gut. Hier möchte ich noch was hinschreiben. Aber hier passt sowas noch ganz gut hin. Ach Leute, jetzt fällt mir gerade ein, ich habe ja auch noch... Moment. Das passt auf jeden Fall nicht. Ich habe doch noch diese coolen Stempel mir extra rausgelegt. Ich dachte, vielleicht können wir da den einen oder anderen noch irgendwie benutzen. Ja, ich glaube, das. Ich glaube, das mache ich jetzt auch mal. Sorry übrigens, falls das Licht jetzt nicht mehr so wahnsinnig gut ist. Ja, die Sonne ist jetzt hier gerade um die Ecke gewandert. Und jetzt ist es hier nicht mehr ganz so hell. Aber ich finde diese Mini-Stempel irgendwie unglaublich cool. Ich wollte die gerne noch benutzen. Und ich dachte, die passen gut dazu. So. Ach ja, die sind super. genau. Irgendwo gab es noch einen, der gesagt hat, that, this and that. Ach hier. Ach ja, es gefällt mir sehr gut. Gut, dass ich sie doch noch benutze. Damit können wir nämlich dieses einigermaßen langweilige braune Papier hier noch so ein bisschen aufpeppen. Sage ich jetzt einfach mal so. Das war wirklich ein guter Kauf, muss ich sagen. Die benutze ich doch sehr gerne. Und die machen halt richtig was her, finde ich. Also. Und die sind auch, also die sind super filigran und sie haben rote Stempelgummi, das heißt, man kriegt sie gut wieder sauber. Oh, schräg. Na gut. Das ist ja für mich immer ein relevantes Kriterium, ob die Dinge auch wieder sauber gehen. Ja, und ich muss sagen, ich bin auch zufrieden damit, mir die Einlagen ja so selbst zu gestalten. Ich hätte ja gedacht, dass ich das vielleicht dann doch irgendwie wieder doof finde, aber bisher finde ich es gut. Ich meine, man soll ja den Tag nicht vor dem Abend loben, aber... Oh, schon wieder schief. Naja. Nehmen wir hier noch die Zahlen. Leute, das sieht doch jetzt mal richtig cool aus. So. Ja. So.
Ja, also schon hat das hier eine ganz andere Optik. Jetzt müssen wir nur irgendwie den Absprung schaffen. Eins noch hier. Okay, so lasse ich es. Dann muss ich gleich nur hier die ganzen Dingsies wieder sauber machen. Den habe ich nicht benutzt. Bumpel. So. Jetzt können wir hier noch was von den Grünen aufkleben. Ich hatte auch überlegt, hier noch so ein paar Pilze zu nehmen. Ich weiß aber nicht so richtig. Habe ich überhaupt noch welche? Hier noch welche drin? Nein. Hier vielleicht? Nee, hier ist die Dose gar nicht. Hier ist die andere Dose. Ich muss das hier mal dringend sortieren. Okay, hier sind auch keine drin. Schneide ich mir jetzt noch welche aus? Was meint ihr denn? Die würden hier doch eigentlich noch ganz. Naja, die Frage ist wo. Vielleicht habe ich hier noch welche. Ist ja nicht so, dass wir nicht ausgestattet wären. Pilze. Pilze, Pilze. Aha. Lynchianing-Pilze. Die sind eigentlich so richtig herbstlich. Okay, ich schneide mir noch kurz welche aus. Moment. So, ihr Lieben, ich spare es mir jetzt, weil hier ist eh quasi kein Platz mehr. Also den möchte ich gerne noch hier hin machen. Ja, und für den ist eigentlich schon gar kein Platz mehr. Könnte vielleicht, wenn dann, ja, hier in den Hintergrund. Oder hier hin. Dann muss der aber wieder weg. Zwei Pilze auf einem Haufen geht ja auch nicht. Hallo. So. Dann kann der vielleicht hier oben hin. Und der nach hier. Ja. Bevor ich es mir anders überlege, mache ich das jetzt einfach mal schnell. So. Sieht es hier auch echt schon wieder gut aus. Ich habe euch jetzt schon mal die Stempelreinigung von den Kleinen hier erspart. Das mache ich gleich, aber auf dem roten Gummi sieht es nicht ganz so grausig aus, wenn die dreckig sind, finde ich, wie auf dem weißen. Genau. Ja, und mal gucken, vielleicht habe ich gleich ja auch noch 5 Minuten, um diesen Schreibtisch mal ansatzweise in einen vorzeigbaren Zustand zu bringen. Ja, das mache ich gleich ordentlich. So, wo sind denn jetzt hier? Genau, jetzt möchte ich hiervon noch diese restlichen Dinger verteilen. Na komm, danke schön. Da drüben passt hier noch was hin? So, eins können wir noch loswerden. Ich mag dieses Tape auch echt gerne. Gab es doch eigentlich auch noch so Schrift? So, wo habe ich denn das gelassen? Ist das hier auch noch dran? Hier sind nämlich auch noch so Balken. Nicht so sicher, ob das so die. Ja, vielleicht hier so ein.
das geht. hier fehlt mir noch was. Hier mache ich so eins hin. Was machen wir damit? Hier hin? Ja. Hier noch eine. Das ist genau die gleiche. Die nehme ich nicht. Die hier. Kommt auch nach hier. So. Ich glaube, jetzt reicht es auch. Ich muss jetzt noch gerade die Löcher nachstanzen. Falls ich mein Locher irgendwo finde. Ah, nehmen wir den hier. Ja. Ja, ihr Lieben. Ich hoffe, dieses Schreibtisch-Chaos. Naja, ihr seht das Chaos ja nicht. Das ist auch echt besser so. Ich hoffe, das Video hat euch wieder ein bisschen gefallen. Und ja. Bin gespannt, was ihr so zu dem Ergebnis sagt. Ich finde es eigentlich ganz cool. Also, ist jetzt hier so ein bisschen. Es könnte auch eine herbstliche Deko sein. Ja, ich hätte eigentlich auch mal mit Blumen ein bisschen loslegen können, aber irgendwie war mir nicht so danach. Also nicht, dass ich keine Blumen mag oder mehr mag, aber ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht in der nächsten Woche Deko wieder. So. Ja, ich habe hier jetzt halt noch die anderen Einlagen drin. Da weiß ich jetzt noch nicht so richtig, was ich damit tue. Ob ich sie wegschmeiße. Weil das sind ja auch nur noch 2 Monate oder 3. Die will ja, glaube ich, auch keiner mehr haben. So mitten im Jahr. Okay, ihr Lieben. Ja, das war's von mir. Die Deko ist fertig. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, wann auch immer ihr dieses Video seht. Und ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.